Alter. Ja, das war's. Leute, ihr habt euch gewünscht, dass wir auch mal wieder Werkzeug-Reacts machen. Quasi reagieren auf Videos, die uns so über den Weg laufen in diesem YouTube-Kosmos. Und neulich habe ich ein Video gesehen vom Jonathan vom Kanal Shadow Foam. Offensichtlich vertreiben die Shadowboards, also diese Schaumeinlagen, haben wir euch schon mal gezeigt mit TechSafe. Wo der Fräser reinfällt, wo dann vielleicht ein Grat stehen bleibt oder sowas, das wird mit der Hand, mit Schere und Pinzette rausgemacht. War ja ein sehr erfolgreiches Video, weil damit kannst du natürlich deine Werkstatt schön organisieren, deinen Werkstattwagen auf Linie bringen, Ordnung in der Werkstatt. Das Video verlinken wir euch nochmal oben in der Infobox mit allerbesten Empfehlungen, guckt euch das an. Auf jeden Fall hat aber der Jonathan offensichtlich mal eine Tour nach Deutschland gemacht und der Jonathan wohnt, glaube ich, im Vereinigten Königreich. Chips and a hamburger with a bottle of water. In UK. Ich dachte erst, der käme aus USA, kommt er aber nicht. Und er hat ein Video gemacht, I found the weirdest German hand tools ever oder sowas. Ja. Also die verrücktesten deutschen Handwerkzeuge. Hier liegen jetzt so ein paar. Aber wir gucken das Video tatsächlich zum ersten Mal mit euch. Die Jungs in der Videoproduktion haben wir gebeten, dass sie sich das mal anschauen und die entsprechenden Werkzeuge benennen, die wir hier platzieren sollen, damit wir so ein bisschen was zum Gucken haben, zum Zeigen und zum Kommentieren. Wie gesagt, das Video für uns absolut jungfräulich. Ich habe ja schon mal ein React gemacht über einen Amerikaner, den Duck aus Texas. And it was cheaper to buy the whole set. So I did. Mit seiner 1-Million-Dollar-Werkstatt, wenn es überhaupt reicht. Video war sehr beliebt. Anschließend bin ich rübergeflogen nach Texas. Und ich glaube, das Video hat auch, weiß ich, 500.000, 600.000 Zuschauer. War also auch sehr beliebt. Verlinken wir euch auch. Aber jetzt geht's los. Wir gucken uns das Video an. Jonathan hat uns was zu erzählen. Hey guys, Jonathan here at Shadow Foam. Now I know I'm right in saying that we all love tools. All of the viewers of this channel love power tools, hand tools, everything. And if you're like me, you've got a pretty good collection and you love amassing tools. And I've got a really broad array of stuff. I thought I'd seen. Okay, er macht das Ganze schon etwas ernsthafter. Ich weiß auch. Shadow Foams nennt er sich oder nennt sich die Firma. Ich weiß, man sagt ja auch Shadow Boards für diese Schaumeinlagen, die gefrästen. Er ist auch gut bestückt, zumindest was Werkzeug anbelangt. Er hat auch Mundwerkzeuge. Ja. Whisky. Whisky im Schaum ist cool, ne? Ja. Und es gibt ja auch nach dem TechSafe-Video, haben uns ja auch viele geschrieben, sie haben, was weiß ich, irgendwelche Sammlungen, die sich irgendwie in irgendwelche Koffer rein machen wollen. Also es geht nicht nur um Werkzeug dabei, ne? Everything, but I was wrong and I was surprised at how wrong I was. I went to Germany last week on a trip to see family and while I was there I went around all the hardware stores, couldn't resist. Okay, er meint, er hat alles gesehen, aber dann ist er nach Deutschland geflogen. Dann ist er nach Deutschland geflogen und hat sich direkt erstmal hier im Globus Baumarkt, also wir sind ja hier in Münsterland, Globus Baumarkt, wo gibt es den nächsten Globus Baumarkt? Sind hier nicht so verbreitet, ne? Ich wüsste nee. Jetzt gar nicht. Nee. Also gefühlt. Globus habe ich. Im Süden also irgendwo. Im Osten auch. Ja. Aber so hier bei uns habe ich noch keinen gesehen. Als wir Lidl und Aldi verglichen haben neulich, da haben mir Leute geschrieben, ich sollte mal die Eigenmarke von Globus mal austesten. I just had to go and see what tools they had. And I didn't just find one or two or three novel, cool tools that I've not seen before. I found over 10. And I've had to boil it down into a top 10. Otherwise this video will never end. Let's start with a bang. This is the first cool item I found. So first up is a telescopic socket wrench. They had this in 3/8 and 1/2 inch. I got it in 1/2 inch and it's just a pretty cool thing, isn't it? I mean, it feels like a weapon. The ability to just give it the old telescope is not bad at all. But also, I had in mind for this a compact kit. If you're trying to put together some sort of like recovery kit, if you're watching the channel, you might recognize that. We did make one very recently, but that was before I discovered this thing, which is even better because it's ratcheting. It's just better quality, heavier duty. And I've just not seen one. Never seen one in the UK. Maybe you've got these in the States. They've certainly got them in Germany because I actually saw this in 2 different shops. I picked this one up from... Where was this one from? This one was from Hornbach. No, Globus Baumarkt. This one came from Globus Baumarkt. And I bought it with a bunch of other stuff. It's by a brand called Kinex. Nice little thing. And that is number 10 on the list. Ja, Kinex ist Konmetallmeister. Ja. Konmetallmeister gehört zur Würth-Gruppe. Da liegt auf jeden Fall ein langer Drehmomentschlüssel. Ja. Also
aber teleskopierbaren Drehmomentschlüssel wäre jetzt nicht so geil. Mhm. Wir haben aber euch schon mehrfach diese teleskopierbaren Ratschen gezeigt. Wir haben auch welche hier. Im Prinzip ist das so die Richtung. Hier hast du aber auch noch den Ratschenkopf, der abwinkelbar ist. Das ist natürlich dann auch nochmal so ein bisschen Knopfhoff. Genau, Gedore Red. Das Teil ist auch in diesem Reifenwechsel-Kit drin, wo du alle Werkzeuge dabei hast. Das ist natürlich jetzt Fernost-Quality. Das hier ist auch Teleskop. Boah, die ist ja schön. Von Farcom. Hat auch hier diese Winkelfunktion. Und das habe ich euch mal bei Motorradwerkzeugen empfohlen. Damit habe ich dann auch im Vergleich schon einen relativ guten Hebel. Ist 3/8 Zoll. Und du könntest zum Beispiel beim Motorrad vielleicht auch hier noch mit dem entsprechenden IWA nochmal eine Achse irgendwo lösen. Was ihn vielleicht auch gewundert hätte, ist dieses Teil, das Kolossratsche von Vera. Kannst hier zum Durchstecken. Ne? Und du kannst hier eine Verlängerung mit dran machen. Und jetzt hast du richtig IWAN plus du hast noch die Hammerfunktion. Ist ein smartes Werkzeug. Ich finde das jetzt auch in die Sendung geschafft. Vielleicht kommt das ja noch, ich weiß es ja nicht. Und das ist letztendlich so ein bisschen das, was er gezeigt hatte. Das wird aber in seinen Koffer nicht mehr reinpassen. Ja. Das ist so die größte Teleskopratsche, die ich so habe. Damit hast du einen absoluten Meinungsverstärker. Übrigens alle Sachen wieder verlinkt, soweit wir sie hier verlinken können. Das Gute ist ja bei dem, ne? Ja. Wenn du im Wohnmobil einen Baseballschläger dabei hast und die halten nicht an, das glauben die dir nicht, dass du den brauchst, weil du Baseball spielst. Ja. Sowas hast du mit für. Ja, aber damit kannst du auch kein Baseball spielen. Nee, brauchst du auch nicht. Next up is the Tough Built Utility Knife. Now, I don't think this one even needs any description because I'll show you why this is so cool. Standard utility knife, quite big. It's got a pry bar on the end over here, so it's already a little bit different, but this is the magic. Now, these are available in the UK, so this isn't strictly a German novel tool, but this is the first time I've seen one on general sale. And like I say, you can get them. We'll put a link in the description. You can get these in the UK, but it was just a solid, novel, unique tool. So that's number 9. Ja, Toughbuild, haben wir den hier liegen? Nee. Ja, haben sie uns nicht hingelegt, ne? Furchtbar. Wir hatten auf jeden Fall einen. Ja, eigentlich. Es kann natürlich auch sein, dass der jetzt wieder in irgendeinem Koffer ist. Na, hier ist nur Wirt. Ja. Aber wir haben euch den auch schon mal bei den Geschenketipps letztes Jahr gezeigt. Und genau, ich habe den sogar selbst, weil ich den so toll fand. Aber brauchst du ihn oft? Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe ihn. Ja. Wenn ich mal was abschaben muss irgendwo. Haben es besser als brauchen. Das ist das. Du könntest aber auch einen Schaber haben. Also, nein, ich finde schon irgendwie ganz cool, aber der ist natürlich relativ massig. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das macht wirklich Sinn, wenn du häufig was hast, wo du mal eben zwischen Schneiden, Schaben irgendwie wechseln musst. Ja, ist halt ist quasi ein Multitool, ne? Ja. Brauchst du immer ein Multitool, hast du ja auch immer eine Hose, wenn du Glück hast. Brauchst du ja nicht immer eine Zange, ne? Ja, auf jeden Fall, das wundert mich jetzt, aber er hat es ja auch gesagt, kriegst du in UK auch. Und in Deutschland, ja, haben wir euch schon vor einem Jahr gezeigt. Ich hab's ja nie im Baumarkt gesehen. Nein? Nee. Ich glaube ich auch nicht. Ja, wir haben ja auch keinen Globus. Nee. Next thing is this Nobuk Speed Square and it's quite novel because it's folding and adjustable. And it doesn't just fold and then you lock it in place like some of them that I've seen. It kind of like, it's got a ball bearing in it. When you push it, it's quite tight and it clips into the different sizes. So it's a really good quality, nicely made, Swedish made thing, but found it in Germany. This was in Hornbach. And for anyone in Germany who wants one of these, it was next to the Universal Winkels. Again, that Universal Winkel didn't make the list. I've never seen them in the UK. I don't think there's much demand for a Universal Winkel over here, but let me know in the comments who's out buying the Universal Winkels. The mighty Winkel. But this thing, I just felt was really nice quality because you can... Winkel. Du weißt, was Winkel ist? Ja, in Holland heißt das Laden. Ja, Winkel ist Falten. Wrinkles. Also du jetzt noch nicht, aber in meinem Alter fängt's an. Okay. Ne? Ja, und der deshalb macht er, glaube ich, auch einen Spaß. Universalfalten. Die größte Leistung hat er im Prinzip schon vollbracht, denn er musste Hornbach sagen. Aber er hat es auch nicht dieses CH. Sondern es ist Hornbach sein oder Hornbach. Hornbach. Ich habe ja auch mal in Amerika gelebt und gearbeitet und die Arbeitskollegen, die dann versuchen, halt das CH auszusprechen, dann ist als wenn wir, was weiß ich, irgendwelche arabischen Sprachen raushusten. Das TH ist ja bei einigen auch schon schwer bei uns. Ne? Das TH ist ja in Das ist ja für die Deutschen auch schon schwer, für einige. Noch sicher. Das gibt eine Anzeige. Universalwinkel? Ja, so einen, haben wir nicht. Also nicht so ein... Doch, also so, ja, so eine Winkelschmiege, gut, das ist jetzt kein Winkel. Aber wir haben irgendwie... Eine Winkelschmiege haben wir da, aber das ist ja was anderes. Aber so einen haben wir nicht. Irgendwo habe ich mal so ein Ding, glaube ich, bei uns. Okay, ich habe es auch nicht. Aber ihr seht,
das ist wirklich live. Deswegen ist jetzt auch ein Dremo hier. Und keine Ratsche. Aber ist ja auch eine Ratsche dran und ist groß. Ja. Set it to, it's got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preset angles. It locks really tightly into position and then functions as a speed square at that level, which is just really smart. And it wasn't, I think it was at 30 euros and just a really nice novel quality item. So that is number 8. We've got some unusual bit quarter inch bit extensions. Now, 3 of them are the same, they're just different lengths. These are made by Workzeit, and essentially it's just what you might consider a standard bit extender, but it's got like a tube on it, which is a little bit novel. So if you're trying to like drill a hole or, you know, put a screw in and it's far away, you can actually hold the extension and it'll spin in your hand, rather than some of these fixed extensions that you get where you'd pretty much not be able to hold it. So they were interesting, quite novel, I liked them. And then we've got these other two, which these are really unusual because they're essentially a quarter inch bit to a half inch. So you might put like a half inch socket on that and then run it from an impact gun, which is mental in itself really, because obviously there are half inch impact guns that exist, which is gonna be better, you know? But for some reason, this company, Kinex, decided that this was a real product opportunity. You've got a quarter inch bit on this end, then you've got a half inch bit over here. And if that's not enough, you've got a quarter inch bit here. So you can put a quarter inch screw bit in there and use it as just an extension, or you can have it as a half inch socket driver and then you've got it in two different lengths. So bit of a mad one that. I just bought it because it was just so unusual and I don't know who's out there using that. Let me know if that's in your toolkit and if it... Werkzeit. Ist ja auch lustig. Das aber es ist so ein Pseudo-Irgendwas-Name. Ein China-Name, ne? Der sich gut anhört auf Deutsch oder sowas wahrscheinlich. Nee, das ist Konmetall. Konmetall Meister sagt auf der Webseite auch, dass sie Servicepartner für DIY sind und für Baumärkte. Dass sie quasi Werkzeuge aus China sourcen oder aus Fernost und dann entsprechend vertreiben. Das meiste, wenn nicht alles, wird aus Fernost kommen. Mit der Verlängerung, hier liegt ja auch schon sowas. Ja, wir haben sowas auch. Steht was dran? Kompanas? Kompanas handelt, das ist auch. Ja, Kompanas, dann ist es so ein bisschen Parkside. Mhm. Wahrscheinlich habe ich es mal bei Lidl gekauft. Ist aber im Prinzip dasselbe. Hast einen Bithalter, Verlängerung und eben, ja, kannst du halt hier festhalten. Ja, hier ist eine normale Verlängerung für eine Ratsche. Gibt es natürlich in allen möglichen Größen, aber bei Vera gibt es die auch mit so einer Kunststoffhülse drumherum. Und die habe ich zum Beispiel beim Reifenwechsel, wenn ich Drehmoment anziehen will als Verlängerung, damit du nicht noch irgendwo jetzt hier beim Kontern quasi bremst. Das letzte also, Newtonmeter da drauf gibst. Nicht da drauf gibst, sondern das abziehst, ja, klar. Newtonmeter quasi aufnimmst, statt der Radbolzen. Ja, von daher finde ich das ganz angenehm. Aber ich finde es interessant, dass er sagt, in UK gibt es das nicht. Ja, das muss ja auch alles mit dem Schiff rüber, ne? Oder mit dem Flugzeug. Ja, oder wird mit dem Flugzeug abgeworfen. Mit Fallschirm. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Gets a use. And all of those together make number 7. Let's have a look what's next. Ich verlinke euch mal so ein Set mit Verlängerung. Wie gesagt, Verlängerung kannst du nie genug haben. Ich habe sogar eine Verlängerung für normale Sechskant-Bits. Ich glaube, die ist 200 oder 300 mm. Also auch da gibt es ja vielleicht mal einen Anwendungsfall. Number 6 is something I have seen before, but I was fascinated by them because they're everywhere. Now, these are a 2-meter folding ruler. This is the first one that I bought while I was in Germany. Warte mal. Ein 2-meter Faltlinie, hat er gesagt. Ja, folding ruler. Ja, ja. Alter. Ja, Zollstock, ne? Ja, Gelenkmaßstab. Die Frage ist, was sagt er? Sagt er dann Zollstock? Nennt er das mal in Deutsch? Du hast ja auch nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen, aber der sagt 2-meter folding ruler. Ja. Das ist krass. Das ist mir allerdings bekannt. Zumindest jetzt für England weiß ich es nicht. Aber in USA läuft keiner mit einem Zollstock rum. Da haben die alle hier so ein Measuring Tape. So ein Bandmaß, was 8 Meter lang ist? Ja, das hat aber nur 5 Meter. Oh, schlecht. Oh, da haben wir eins mit. Wir haben aber ein Sola, das ist sogar, glaube ich, noch Meter. Länger. Das ist 10 Meter. 10 Meter. Damit kannst du Kranplätze ausmessen. Siehst du das? Kranplatz. Ja. Ich verlinke euch mal gerade unseren Bandmaßtest. War ein Zweiteiler. Haben wir sogar Bandmaßrennen gemacht. Und da haben wir uns auch zum Beispiel sowas wie den Hulter Force hier, das Talmeter angeguckt. Das hat zum Beispiel hier diese Option noch. Zum Beispiel Innenmaße messen möchtest.
Sehr schönes Werkzeug. Stanley natürlich auch sehr gut, habe ich euch neulich in den Black Friday Deals gezeigt. Das ist auch so ein richtig günstiger, wo Globus Baumarkt draufsteht, ne? Ja, die Frage ist, ist das, also unsere Zollstöcke oder Gliedergelenkmaßstäbe, das ist ja gute Markenqualität. Du kriegst ja teilweise auch billiger, ne? Aber, tja. Es gibt ja auch in allen Formen und Varianten. Wir haben ja 4 Meter, glaube ich, haben wir, ne? 3 Meter, 4 Meter, weiß ich gar nicht. Oder 3 Meter aus Metall und alles haben wir. Ja. They call them Zollstocks over there. Probably not pronouncing that right. Correct me in the comments. But I've seen folding rulers before in the UK, but not quality ones. I think I've seen like quite cheap and cheerful ones, or cheap and nasty, depending on your viewpoint. The ones in Germany just have a really satisfying kind of click into place. They've got metal folding clips on them, and they're just good quality, really nice. So this was the first one that I picked up, and that was novel in itself, but I just saw them everywhere I went. That was from Globus Baumarkt. Then I picked one up from Fricker, and that was it then, I had the bug. And I had to get one from everywhere. And let me go through, so it wasn't just one, it wasn't just two, it wasn't three, it wasn't even four, it just went on and on. Every shop that I went in had a Zollstock, so I am now a collector. I'm not really a collector of many things. And then I had to get this one. This one well, it had my name on it, so I just couldn't ignore it. I don't think they say it as Jonas. In Germany, I'm pretty sure that's Jonas, but for me, Jonas. And then they had this little one as well. So maybe this might turn up in a compact toolkit. Ich habe noch nie einen gesehen, der ist so begeistert über Zollstöcke. Ich würde mal sagen, Jonathan, wir schicken dir mal hier Kollektion Team Zollstock. Team Zollstock. Zollstock, ja. Ja, man müsste ihm das sagen, er muss es aussprechen wie Tsunami. Ja. Weil Tsunami würden die auch nicht Tsunami. Nee, nee, stimmt. Und dann ein Zollstock. Zollstock. Das kriegt er hin. Das ist kein CH. Und hier die 1-Meter-Version für euch nochmal verlinkt im Shop. Ich hätte gedacht, dass die 1-Meter-Zollstöcke besser gehen, weil die noch nicht jeder hat. Mhm. Aber ich glaube, die 2-Meter-Variante verkauft sich am besten. So, number 5 is this Hauper X-Crimp Crimper. Now, crimpers in themselves aren't that novel. They're quite, you know, quite traditional and I've got loads of them. But this one item here replaces 4 crimpers with different fitted jaws in them. So this is what I have in my big red rolling toolbox. Go and check that out if you've not already. But this item is the kind of thing I can add into our ultimate compact toolkit because one set of crimpers comes with a set of jaws fitted and then 3 other jaws. So this can do all different sizes of bootlace ferrules. It can do the standard crimps. Me being an electrician, that is something I would like to have in a compact toolkit. So that is number 5. Ja, Crimpzange haben wir auch einige. Das sind noch nicht alle hier auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel eine Klauke, eine Viha, eine Kniepex. Kniepex haben wir auch 2 Versionen. Das mit den tauschbaren Einsätzen. Bei Kniepex haben wir zum Beispiel eine Version, da hast du so ein Karussell. Und da kannst du dann immer reingehen und dir deine neuen daraus ziehen. Die Klauke-Variante auch ganz nett, weil du die anderen Einsätze hier im Griff hast. Du hast quasi alles im Griff. Alles im Griff hier! Was des Wortes. Oder hier von Tulova. Auch ein ganz feines Gerät. Hat dann diese Verriegelung hier mit diesen Schnappern. Und dann kannst du es rein. Zack, lässt los und es ist fest. Ich habe mich tatsächlich aber letztens geärgert, weil ich von diesen Multizangen, ich glaube, ich hatte die Kniepex dabei und musste dann Solarkabel mit diesen MC4-Steckern crimpen. Und genau dieser Einsatz war da nicht dabei. Dann habe ich geguckt, diese Einsätze sind da nicht so ganz preiswert. Preiswert eventuell schon, aber ich habe mir dann tatsächlich noch eine eigene MC4-Krimzange gekauft. Habe ich letztens auch gemacht, weil ich dachte, so ein ganzes Set kriegst du zum Teil für 30 Euro. Ich meine, das ist dann keine Zange für... Nee. Aber es ist für so ein Balkonkraftwerk oder so, reicht das vollkommen aus, dafür 3-4 Krimpungen oder was, ne? Ja, da kannst du vielleicht so noch mit einer... Standardzange irgendwie, aber... Aber so hatte ich gleich Stecker dabei und alles. Die Zange, diese blauen, ne? Achso, du meinst diese Sets für 20 Euro, wo so ein paar Stecker dabei sind? Ja, klar. Naja. Ist okay, was ist für den Preis? So, weiter geht's mit Nummer 4. So, number 4 is a personal favorite of mine, and that's this thing. Now, this caught my attention in a shop called Hornback, because, well, I've never seen... And let me know if you have a multi-tool, which the key feature is a paint scraper. I mean, that just baffled me. And I bought one of them. I was in Hornback, I bought one of these. I got it home and it's really good quality. It's got a nice feel to it. It's got a nice smooth, like anodized finish. And the other tools on it are really good. You've got a saw, you've got like a Phillips screwdriver on this side. On this side here, you've got 2 sort of bottle opener things. Wir haben so ein Ding von Stanley, also so ein Kratzer. Mhm. Genau gleiche Form, aber dann so einen schönen Gummigriff. Den habe ich neulich in der Halle benutzt. Aber
die Idee ist auch gar nicht so verkehrt. Klar. Wobei ich eigentlich nicht so von diesen billigen Multitools halte, weil irgendwie ist das dann immer klump. Meistens ja, ne? Irgendwie schon. Ja gut, da hast du jetzt dann dafür keine Zange, hast du dann ein Messer drin, ne? Finde ich nicht verkehrt. Ich guck mal auf Amazon, verlinke euch das, wenn ich es finde. So, at number three, I actually have a couple of items from a brand called Worth. Now, this is a German brand. You can get all these items in the UK. The first thing that stood out to me was this knife, because as you can see from this, I love a quirky utility knife, and this is no different. Well, it's very different, but it's a utility... I love a utility knife. And this one here, it reminds me of the Milwaukee Fastback. It's got that nice aluminium body, a nice feel to it. But you might have seen the new Milwaukee Fastback with like the quarter inch bit that flies out, which is quite cool. I've got one of those. Sadly for me though, I think they changed it from an aluminium body to a plastic body, which I'm not a big fan of. I much prefer the original Fastback, which was aluminium, nice kind of like powder coated feel to it. And that's what this is. It's powder coated. It's a lovely like matte black finish and it has a quarter inch bit built in, which is what makes it special. You can just put the bit in the end. Just a really lovely bit of gear, really. Really liked it. It's easy enough to take the blades in and out. Nice feel in the hand. Wie hat er bei Würth eingekauft? Weil du brauchst ja ein Würth-Konto. Eigentlich schon, ja. Um da einzukaufen. Ja, der kennt bestimmt einen, der ihn kennt. Ja, oder... Das ist tatsächlich das Messer, das wollte ich mir letztens auch bestellen. Und dann habe ich aber doch das genommen. Ja. Milwaukee Fastback. Du musst ein bisschen üben. Aber dann bist du natürlich der Chef. Mhm. Wobei, ich weiß auch schon nicht wieder, wegen hier darf man nicht. Du hast letztens gesagt, von wegen Führungsverbot, ja, das ist ja, die Klingenlänge ist ja nicht so lang. Das stimmt aber nicht. Nicht? Doch nicht. Nein, nein, nein. Das hat nichts mit der Klingenlänge zu tun. Es geht darum, kann ich es einhändig öffnen? Vielleicht könnte man hier noch sagen, naja, du musst ja hier eigentlich das entriegeln, dann mit der anderen Hand das Messer rausmachen, mhm. Dann wäre es ja schon nicht mehr einhändig. Du kannst es ja mit dem Torx nachziehen, dann kannst du das auch nicht mehr flippen, ne? Wenn du das richtig fest anziehst, wahrscheinlich. Ja. Aber die coolen, ne? Ja, also die, die im Bus so hinsitzen, immer. Die machen ja so. Und dann ist das Polster kaputt, oder? So nicht. Ja. Aber das, was er sagte, von wegen nicht mehr aus Aluminium, sondern aus Kunststoff, das ist hier auch. Ich weiß, was er meint. Es fühlt sich halt einfach nicht so wertig an. Man denkt, es ist billiger, wobei dieser Kunststoff sehr hochwertig ist. Das ist schon so oft runtergefallen, ne? Also ja. Und du hast hier diesen Bithalter, finde ich auf jeden Fall besser als beim Würth. Denn beim Würth ist es so ein bisschen so eine Notlösung. Mhm. Hier ist es ja tatsächlich ein richtiger Bithalter. Und der bleibt in beiden Positionen, arretiert er sich. Ja, ein Gürtelclip dran. Bits sind da allerdings nicht dabei, aber... Das ist ein Multibit, also so ein ganze Kreuz und was weiß ich, passt ja alles rein. Wobei ein ganz kurzer Bit passt da, glaube ich, nicht rein. Wahrscheinlich. Weil der dann zu kurz ist. Also wenn du jetzt aber einen normalen Bit nimmst, der nicht so lang ist, der verschwindet dann da drin. Das ist jetzt wieder ein bisschen blöd, hätten sie auf diesen Bit verzichtet, dann könntest du jetzt normale Bits und die würden auch nicht zu sehr verschwinden. Oder du brauchst einen Adapter für normale Bits, ja. Den du vorher reinsteckst. Den kannst du aber garantiert nicht mehr raus. Kannst du einen Rapid-Adapter draufstecken. Oder so. Gehen. Oder so. Ja. Du hast natürlich hier diese normalen Wechselklingen, Trapezklingen, aber kein Klingen. Nee, das, Das Magazin. Ist ja, das andere hat aber das Klingenmagazin. Dann hast du aber wieder keinen Schraubendreher. Das ist, genau. Was du haben willst. Ne? Ja. Das gibt es ja in verschiedenen Ausführungen, das mit Milwaukee. Ne? Bleibt die Frage, Jonathan, woher hast du die Würth-Kundennummer? Und... Hast du den Listenpreis bezahlt? Weil ja. Ich habe ja schon mal für ein Päckchen kleines Schräubchen, was habe ich bezahlt? 45 Euro oder so? Ja, das war ganz schön teuer. Ja. Also at Worth, they had this thing, pocket level. Now, we've talked about pocket levels. Milwaukee again have like one with an adjustable dial, which is really nice. That was magnetic. Now, I liked that, but the problem is the dial had a really fat arrow on it and it was really tricky to know if it was set right. And then the version they have that is physically fixed wasn't magnetic. Now this is kind of like the happy medium because it's a fixed level, but it's magnetic on the bottom and the side. So it'll stick there, and it'll stick there, and it'll stick there. So just a nice little bit of gear, and it's much smaller. We can put them next to the others for a size comparison. And it's got a little belt clip too that it sticks in. So that again, a lovely little item. We haven't finished there with Worth either. They also had this utility key. Yeah, Das ist halt die klassische Steckdosen-Wasserwaage. Wir haben auch die Milwaukee. Ich weiß nicht, wer zuerst hier mit den kleinen Elektriker-Steckdosen-Wasserwaagen auf den Markt kam. Aber stabiler ist natürlich in dem ganzen Wasserwagen-Game weit vorne. Und Würth lässt die auch irgendwo fertigen oder kauft die zu. Diese hier
hat aber noch so ein gewisses Knopfhoff, denn erstmal ist der Magnet nicht hier. Also wenn du mal guckst, da auf dem Winkel hier, da passiert gar nichts. Aber du willst ja im Prinzip die Steckdose damit ausrichten und direkt montieren. Deswegen ist der Magnet auf der Rückseite. Ihr müsst jetzt mal ein bisschen Fantasie spielen lassen. Das wäre jetzt die Steckdose mit dem Metallrahmen. Dann kannst du die da drauf klipsen, richtest die Steckdose aus und dann kannst du jetzt hier mit dem Schraubendreher dadurch und kannst die Steckdose fixieren, was sonst ohne weiteres gar nicht gehen würde. Nee. Also dann kannst du sie ja da drauf, aber das passt ja nicht irgendwie. Von daher ist das schon ein sehr schönes Teil und im Lieferumfang, meine ich, war auch eine, so ein Gürtelclip. Ja, so wie bei Wirt, ja. Also wahrscheinlich, man weiß es nicht, aber... Ja. Ist auch eine Sache in unserer Adventskalender-Serie, kommt das vor, weil klein, aber fein. Ne? Und hier, den Winkel haben wir jetzt gar nicht noch groß erwähnt, aber das ist ja ein Ulmier Winkel. Ich weiß nicht, das ist ja auch so ein schönes Made in Germany Werkzeug oder Messwerkzeug. Das hätte ihm wahrscheinlich auch gefallen. Oder vielleicht auch diese hier. Das ist ja im Prinzip auch mehr oder weniger eine Elektriker-Wasserwaage, weil auch hier kannst du den Winkel einstellen. Das geht aber eigentlich relativ leicht. Bei der Milwaukee geht es tatsächlich etwas schwer. Da rastet das ein, ne? Schwer. So ein bisschen, ja. Und die hat richtig ein starkes Magnet dran. So, zack. Ist auch relativ kräftig, guck mal. Ja, ja, ich kann das Ding so damit hochheben. Auch hier hast du so ein Holster. So, und was hat er hier? Smallest utility key I've ever come across, but this one here is the smallest one that I've seen. And it's got like this little jig here, which can give you like a multitude. What's it saying here? 16-in-1 panel keys. And that's how small it is. 16-in-1 panel keys. So that's a little beast that can go in the compact toolkit. And we're not finished there. This is the... Ja, das ist dieser klassische Hausmeisterschlüssel. Haben wir euch auch schon gezeigt. Auch in verschiedenen Versionen. Das, was er jetzt hatte, ist wirklich halt mit diesen kleinen Ketten darum, dass du das Ding zusammenstecken kannst. Es gibt auch diese Standardversion, wo du einfach so ein Kreuz hast. Preislich um die 15 Euro, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr. Das sieht aus nach Ratschenkasten oder was? Mhm. Last item, they've got loads of different bit holders and bit sets, but I just thought I'd get one to show you. So they've got this lovely little like bit set that's got a belt clip on it. They have a few different sizes, but essentially they're all the same. You lift the lid and it just kind of springs up, which is quite nice. And then you've got their kind of worth bit holder too. And they were quite low cost, loads of different options. They have all the different bits. So Loch was, ne? Wirt, Umlaute. Mhm. Können sie auch nicht. Nee, nee. Haben sie nicht. Nee, woher auch. Ja. Wir haben ja auch hart gearbeitet, bis wir die Umlaute uns erstmal leisten konnten. Also ich glaube, hier sind wir kurz vor der Endstufe. Hier, weil er Multitools gut findet, KWB, was ein relativ normales Messer. Dann hast du hier einen Bithalter, ähnlich wie bei dem Milwaukee. Hier ist auch noch eine, so eine Skalierung. Hier kannst du noch, was weiß ich, 2,40 Meter mit abmessen. und dann hier mit so einer Fehlervorspannung, ist eigentlich sehr schön gemacht, ein Bithalter. Und jetzt haben wir hier aber ganz normale Standard-Bits. Und das finde ich ganz cool, weil jetzt ist es natürlich hier Kreuz und hier haben wir noch einen Schlitz. Und jetzt könntest du ja, was weiß ich, Torx 20, 25 und vielleicht noch ein Kreuz und einen Schlitz. Dann ja, würde es mir schon ganz gut gehen. Und hier hast du noch Flaschenöffner, würde ich sagen. Ja, irgendwas, ne? Ja. Macht einen ordentlichen Eindruck. KWB, auch bezahlbares Werkzeug, in der Regel auch kein Schrott. Und Made in Germany Martor-Messer. Vielleicht kennt ihr die auch nicht, weiß nicht. Das sind ja hier diese Sicherheitsmesser in allen Variationen. Aber du hast hier quasi eine Rutschkupplung drin. Leute haben berichtet, sie müssen die auf der Arbeit verwenden, wegen Sicherheit und überhaupt. Wären aber teilweise ein bisschen angenervt, weil wenn du hier so ein bisschen ruckelst, fährt das Messer ein. Mhm. Weil es, glaube ich, dafür gedacht ist, dass wenn du jetzt einmal ziehst, hält das, aber du sollst jetzt nicht irgendwie hier gegenkommen und dann passiert was Böses. Ich weiß es nicht. Wobei, jetzt geht es gerade nicht rein. Wer mir die Logik erklären kann, wann das Messer hier verschwindet und wann nicht, der meldet sich in den Kommentaren. Erstaunlich günstig. Ich verlinke euch das auch nochmal. So, und was hat er? Sind wir schon bei Platz 1? On to number 2. Now, we've got a bit of a running theme here. You might see, I'm obsessed with knives.
Well, not quite, but this, again, it's Bessie, it's a German brand. It's an intriguing little knife kit. And the thing that drew my eye is the blades that come with it. I mean, these probably do exist in the UK, but they're not blades I've ever come across. So we've got different like hook blades that go into utility knives, and they come in this neat little kit from Bessie. So you've got like a sharpened angle bit there, which is just, I'm not entirely sure what you'd be using that for, but just really intriguing, novel little kit. And the knife itself's quite novel too, because they've got this sprung loaded section here for spare blades, which is nice. There's a few blades on the market that have like knife storage, but never seen one with a little pop trapdoor, and that's got 5 blades in it, which is pretty decent. And then the other thing that makes it different is it's got this little like thumb plate here. So I can imagine for a carpet fitter or someone like that. I mean, that's who I had in mind when I saw these hook blades. Anderes Messer, was wir ihm auch empfehlen könnten, wäre das Stanley hier. Schönes Holster, Reserveklingen, ist ein Sportmesser. Zumindest wenn man Stanley glauben mag, denn hier steht Quickslide Sport drauf. Und das Sliden ist aber hier gar nicht, sondern ich habe erstmal hier so ein Klappmesser. Es ist theoretisch auch ein Einhandmesser, wie man sieht, mit feststehender Klinge. Also schon wieder, es ist sauscharf. Es hat also so eine Art Sägeklinge hier, es ist wirklich sauscharf. Du hast jetzt aber hier auf der anderen Seite dein ganz normales Trapezklingenmesser, sehr schön gearbeitet, Aluminiumguss oder Magnesium, was ist das? Auf jeden Fall Metall, fühlt sich sehr, sehr wertig an, sehr schönes Gerät, Gürtelschnalle, Holster, was willst du mehr? Weil gerade, dass du jetzt zwei Messer hast, denn du mit dem Trapezklingenmesser, klar, für zum irgendwas aufschneiden oder so, aber wenn du mal richtig Kasala machen musst, dann taugen die Trapezklingen natürlich nicht dafür. Finde ich super. Verlinke ich euch mal. Ich kann den Preis nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht. Aber die sind nicht so teuer von Stanley. Das ist okay. Ja. Also ja, vor allem, wenn du mal in der Natur bist und Nussknacker schnitzen willst, dann gehst du mit dem Trapezmesser nicht. Ich habe mir angewöhnt, dass ich mittlerweile die Nussknacker mit der Kettensäge schnitze. Okay, das geht auch. Von daher brauche ich ihn nicht mehr. Aber nee, wenn ihr noch nicht so weit seid, dann natürlich das hier. Brauchst du eine Nussknacker? Which are quite traditional for a carpet fitter, but you can kind of put your thumb on the back and really get a lot of purchase on it, which, you know, with a normal knife, you can probably put your thumb on the back and push it down, but it's not nearly as comfortable as this. This is like a little cushion plate, which is quite cool. I think that is a really interesting option, and that's by Bessie. So. Ja, das Messer mit diesem Druckknopf, ich habe irgendwo eins, mir fällt es jetzt nicht ein. Ich glaube, hier will jemand Aufmerksamkeit, ja, dass wir hier über YouTube-Videos reacten. Daumen hoch für Cleo heute. Ja, genau. Mach mal einen Daumen hoch für Cleo, da freut die sich nämlich drüber. Was mich wundert, ist, dass er bei Bessie nicht auch auf die Bessie Zwingen irgendwo gegangen ist. Das stimmt, da gibt's, vielleicht gibt es die ja da überall an jeder Ecke. Ja, also ich denke schon, dass es Bessie international gibt. Ich weiß ja bei Doug auch, dass er total begeistert von den Bessie Clamps war, von den Bessie Zwingen. Und die gibt es auf jeden Fall in den USA. Aber gerade so dieses Thema mit den Getriebezwingen hier, mit der Verstellung, die haben wir ja auch. Es gibt eine neue, so eine Getriebezwinge. Ja. Auch in so einem schönen Set. Mit einem Hammer dabei oder sowas. Ne? Ja, ja, verlinken wir mal gerade. Könnte ein schönes Weihnachtsgeschenk sein. Wenn und ihr noch nicht mal teuer. Um die 80 Euro oder sowas. Ist okay. Ich glaube, 2 Zwinge und dieser Hammer dabei. Das ist ein schönes Geschenk, glaube ich. Ja. Wir greifen schon wieder auf die Geschenketipps vor. Genau. That, in its little kit, makes number 2, which brings us on to our first and final item, although we do have a few bonuses, actually, I'm pretty sure. But let's have a look at our last item. So, the final item is by Weir. Now, I love Weir, they're a great German brand, I've already got some of their gear, and that's when I came across these. We've got 2 Weir quarter-inch bit drivers. So Weir have got 2 different versions of this mechanical bit driver. We've got their 26-in-1 and their 8-in-1. Now, this 26-in-1 has got a lovely little mechanism. You press those buttons there, and it just pops up, and this has got basically 2-in-1 bits. They're two-sided bits, which is quite unique. Well, not unique, a lot of other people use them, but you don't see them that often. So that's cool, and then this one's got a lovely little mechanism, kind of pops out and then twists, which is a bit special really, but they're just one-sided bits. But again, it's a slightly lower cost option and it's still really nice. But these are not number 1, these are the lead-in to what I think is die Viha, quasi hier die Bitblume, ne? Schön. Ist auch schön, freut man sich ja. Es gibt auch mittlerweile Leute, die kaufen sich Blumenvasen und stellen die da so rein. Ja, sieht gut aus. Die Bitblume blüht. Ja, ja, ist nicht immer, aber... Nee, man muss ja auch, natürlich muss sie in die Sonne stellen, weil sonst geht die nicht auf.
denke ich mal, ne? Ja. Wir übrigens, kleiner Spoiler, wir hatten ja wir hier im Haus Expert Talk, da sprechen wir über die ganzen Kollegen hier. War sehr umfangreich. Wahrscheinlich werden wir uns nochmal treffen, um noch über andere Sachen zu sprechen. Aber Fakt ist, Via stellt wirklich auch in Deutschland die Schraubendreher her. Das, was er da gezeigt hat, das sind hier noch die Oldschool aus den 80ern, aber wir hatten in der Sendung ja sogar welche aus Holz aus den 50ern von Willy Hahn. Willy Hahn, genau. Ne? Deswegen heißt es Via. Aber er sagt, es wäre nicht Nummer 1, sondern... It's a really fascinating tool. Now, you can't get this in England. I'm sure you could probably get it shipped over from Germany, but it's made by a company called Inbus. Now, this is a ratchet drive with something special about it. Firstly, these aren't ratcheted. These are fixed, but they're interesting with the mechanism in the head. Now, this has got an interesting mechanism. Look at this. You'll love this. You press the button. It's a lovely little mechanism, and you've got 12 single-sided bits in the head. But you've also got a ratchet drive, and it's not your typical 72-teeth kind of ratchet. Der Inbus wird, soweit ich weiß, nicht von Inbus gefertigt. Die haben auch ein paar Sachen, aber die lassen das fertigen. Inbus ist ja der Erfinder oder Namensgeber für die Innensechskant-Schlüssel und Schrauben. Landläufig natürlich Inbus genannt. Ich denke, in England sagen die nicht Inbus dazu. Die meisten sagen ja sogar Imbus. 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 Ja, gib, gib mir mal einen Imbus-Schlüssel. Ja. Boah, ich weiß nicht, das triggert mich immer so, ne? Mhm. Und wirst du dann körperlich tätig? Dann werde ich aggressiv. Ja. Hochgradig. Ist auch richtig so. Aber er spricht ja gerade auf das Thema Ratsche an. Und hier haben wir zum Beispiel einen von Milwaukee. Die Ratsche ist relativ grob. Du hast nämlich hier nicht normale Bits, sondern tatsächlich lange Bits. Ist vom Finish sehr schön. Es ist ein bisschen fummelig, die Bits da rauszuholen. Weil du musst sie erst hier ein bisschen schieben. Vielleicht geht das mit der Zeit auch ein bisschen besser. Ein Vorteil bei sowas ist ja, du wirst wahrscheinlich auch einen Akkuschrauber dabei haben. Wenn du aber sowas hast, hast du auch langen Bits für einen Akkuschrauber, wenn du sie mal brauchst. Verkehrt ist das nicht. Was ihn vielleicht auch noch gefreut hätte, wäre hier PB Swiss Tools Variante. Da ist nämlich ja auch ein sehr feines Gerät, sehr schöner gummierter Griff. Hier ist kein Bitmagazin, es gibt die aber auch mit einem Bitmagazin. Sehen die so ein bisschen aus wie das hier. Das ist eine dreiste Kopie, würde ich mal sagen, vom Style. Weil PB Swiss Tools hat diesen klassischen transparenten Kunststoff. Da gibt es halt viele Sachen von denen. Und ja, hier ist es ähnlich. Wie gesagt, das von Inbus haben wir auch. Wir haben, glaube ich, aber auch eine Variante davon unter einem anderen Namen. Ja. Und was er gerade anspricht, ist die stuflose Ratsche. Das ist das, wie wir zum Beispiel das schon mal gezeigt haben mit den Bosch-Ratschenschlüsseln. Ach, die ohne, ja, ja, klar. Genau, da funktioniert halt die Ratsche nicht mit Verzahnung, sondern mit so Rollen, die sich dann verkanten. Ich habe von euch gehört, dass das eigentlich erstaunlich gut funktioniert. Man muss sich nur ein bisschen dran gewöhnen, aber so verkehrt ist das gar nicht, gerade wenn du sehr enge Bauräume hast und dann einen sehr kleinen Rückholwinkel gebrauchen kannst. It's called a flow drive and it's silent. You can feel you can get a lot of purchase on it. It's reversible, but it's just silent. So a really nice bit of gear. It comes in like a little cloth bag. I got this from German Amazon and it just stood out as something quite interesting I wanted to have a look at. So that is my number one quirky tool from Germany. I'm sure there was more stuff, to be honest. I went around some fascinating tool shops and if I was in my van, I'd have probably bought 10 to 20 things. And actually, that's reminded me, I've got a few bonus items that didn't quite make the cut, but I found them in Germany and I want to show you. You've won another Brucey bonus. So this is a little beauty. I went to the VW Autostadt Car Museum and that was a lovely little visit and they've got some right fascinating cars there, including a throwback to our Colin Furze video, which is their DeLorean. So I loved having a look at that, having a close up look at the DeLorean. And while I was there, I picked up this. Now this had Peachtree Crafting vibes all over it. It's a motor oil can, but when you open it up, it's a quirky little tool set. Now the tools are nothing to write home about. They are pretty terrible. And the insert itself is pretty spaced out and there's not really much in there. But the idea and the concept I like. And it feels like there's a pretty cool toolbox idea there. If I made something a bit bigger, put some shadow foam in it, I think you could make a pretty cool compact toolkit, a pretty cool secret toolkit, I don't know. So that was a nice little pickup and I'm sure we could do something like that in the future. Now this... Ja, Autostadt war er. Mhm. Mit Colin Furze. Auch cooler Dude. Diese Sache mit dem Kanister, ne? Das ist so doch, wie der Hammer.
Das ist eigentlich Rotze. Also die Idee ist ja ganz lustig. Ja. Aber dann fände ich es lustiger, wenn vielleicht mal die etablierten Konsorten wie HZ Stahlwild oder so mal irgendwie sowas also machen Special würden. Edition oder sowas, ne? Genau. Oder siehe hier das Essbesteck aus unserer Story von Viha, was natürlich immer so eine Minimalsauflage ist. Tja, und dann noch mit gutem Werkzeug, weil du könntest ja sowas auch machen mit gutem Werkzeug. Das Werkzeug ist natürlich Rotze, ne? Ja, klar, hast du einen Phasenprüfer drin und so. Ja, vor allen Dingen Feinmechaniker, Schraubendreher dafür, Auto. Das sieht cool aus, aber. Macht da alles gar keinen Sinn. Ja. Was ist TC View? Ist das eine Infrarot-Wärmebildkamera fürs Handy? This was here when I arrived back in the UK. This is the TC View by Topdon. And essentially, I've always thought that my mobile phone is one of the best tools that I have. There wasn't ever a day when I was working as an engineer that I wouldn't use my phone for a torch or a calculator or some of the really cool apps you can use for like resistor values. Now, as diagnostic tools go, this can be invaluable. And usually they cost a fortune and you have to have a separate kind of quite clunky device to kind of go around. But this thing just attaches to your phone and basically you can check. So for me, I'd be checking electrical panels because you can easily find if there's an issue. If a machine's pulling too much load, there's an issue with it, maybe a motor's on its last legs, it's gonna be pulling more power and the contactor is gonna be a lot hotter. And you can kind of check that with a thermal camera. You can also check that like heating system. So das war Jonathan from the UK, einmal Shopping Hall in Deutschland. Jonathan, nächstes Mal rufst du an. Da zeigen wir dann noch mal ein paar andere Werkzeugläden, denn wenn ich jetzt an Werkzeug denke, würde ich nicht unbedingt, also jetzt für wirklich spezielles Werkzeug, würde ich nicht in die Baumärkte gehen. Nee, natürlich nicht, aber also, ich glaube, vielleicht gibt es das in der Größe nicht in der UK, dass die ja echt so eine Riesenhalle haben, wie wir zum Beispiel in so einem Baumarkt. Vielleicht ist das alles kleiner, so spezieller oder so. Das weiß ich gar nicht. Also ich war neulich in Schottland mit dem Motorrad und hat mir super gut gefallen, aber in den Highlands habe ich auf jeden Fall keinen Baumarkt. Da war ich froh, wenn ich meine Tankstelle gesehen habe. Da war übrigens das Problem hier mit Elektromobilität. Ne? In jedem Hotel hätte ich irgendwann einen Stecker gehen können, aber Tankstellen war schon umgekehrt. Manchmal ganz schön knapp, ne? Habe ich gehört. Ja, nicht bei mir, bei einem Kollegen, weil er einen kleineren Tank hatte. Aber Jonathan, du müsstest auch noch mal zu HBM nach Holland. Jo. Die haben auch gerade ihre Novemberwoche. Wir haben ja für unsere Kfz-Halle da zwei große riesen Werkstattwagen gekauft. Ich habe euch das, glaube ich, live neulich auch gesagt und da haben viele Leute drauf geguckt, die waren dann so ein bisschen enttäuscht, dass das natürlich Speditionsware ist, die relativ teuer im Versand war. Klar, muss sich trotzdem unterm Strich lohnen, aber den normalen Postversand, der war erstaunlich günstig. Um die 10 Euro. Also das geht und bei HBM, wie gesagt, war ich ja wirklich absolut in Heaven. 3,99. Das Krasse ist, du kannst dir echt den ganzen Tag verbringen, ne? Wenn du jetzt wirklich Bedarf an sowas hast. Und hab neulich noch irgendwas aus der Schublade gefischt, wo ich dachte, das müsstest du eigentlich mal ausprobieren. Weil als ich da geshoppt habe, ging es ja wirklich um Haben ist besser als Brauchen zu 95%. Interessantes Video auf jeden Fall. Wir haben ja Jonathan auch verlinkt unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal vorbeigucken. Der ist wirklich so Spezialist im Thema, auch hier Werkzeugkoffer ausstatten und so weiter. Weiß ich allerdings nicht, ob man das wiederum hier bei uns in Deutschland bekommt. Aber wir werden demnächst wieder ein React machen. Ja. Ich habe da schon wieder was in petto. Wenn euch das gefallen hat, dass wir ein bisschen Reacts machen, könnt ihr ja mal schreiben, eure Meinung, sollen wir öfter mal ein React machen. Es gibt so viel, was man reacten kann. Aber ich würde sagen, wir verlosen auch noch ein Top-Werkzeug aus dem Video, aus seinen Top 10 für euch. Ist unten verlinkt. Und was sollt ihr machen? Hashtag React. Schreibt mal einfach euren Favorit aus den ganzen Werkzeugen, die Jonathan uns gezeigt hat oder wir euch gezeigt haben. Ne? In diesem Sinne, macht's gut, bleibt vor allen Dingen gesund und bleibt uns treu. Und Daumen hoch für den Hund, ne? Oder ja, für dich? Nee, für Cleo. Cleo habe ich lieb und die muss einen Daumen oben haben. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Das hat sich jetzt nur allerdings ein bisschen gerade verhakt. Geht nicht mehr zurück. Man sollte das nicht als Waffe zum Ausfahren machen.